Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen VTLand Video. Heute gibt es einen besonderen Energy Drink, nämlich Round 2 Geschmacksrichtung Lemon. Den hat mir der Morten bereits vor geraumer Zeit zugeschickt. Das tut mir leid, dass das hier immer etwas dauert, aber ihr seht, hier kommt nichts weg. Und das Besondere an diesem Round 2 Energy Drink ist, das ist ein Schülerprojekt. Das bedeutet, die haben in der Schule eine Firma gegründet, haben sich dann etwas überlegt, was sie denn herstellen wollen oder womit sie Kohle verdienen möchten. Und wahrscheinlich, beeinflusst durch zu viel Energy Drink Videos auf YouTube, haben sie sich gedacht, wir stellen unseren eigenen Energy Drink her. Nein, die Geschichte ist natürlich ganz anders. Das kann man auf der Seite nachlesen. Und die ist richtig professionell gemacht und ganz ehrlich, auch von dem Marketing-Blabla, was erzählt wird, auf einem Niveau wahrscheinlich noch mit das beste Marketing-Blabla, also jetzt im positivsten Sinne, wie man so etwas meinen kann. Ich war hin und weg. Ich habe wirklich an vielen Stellen sowas von geschmunzelt. Also toll. Also allein das lohnt sich mal. Aber die sind auf mich zugekommen, oder der Morten ist auf mich zugekommen, hat gesagt, du Technik-Faultier, das ist doch was für dich. Trägst du doch auch mal einen Schüler-Energy-Drink. Und natürlich, das mache ich jetzt auch. Und ganz ehrlich, die Aufmachung, das hätte auch ganz normal bei mir im Supermarkt stehen können und hätte der ganz normal so bei mir im Supermarkt gestanden, hätte ich den auch einfach mal gekauft und irgendwann dann auch getestet. Denn auf der Rückseite, alles ganz normal, hergestellt in Österreich, Firma, Vertrieb für, Pfanddose, Pfandzeichen ist sogar drauf. Da wissen wir direkt, hergestellt in Österreich, kein mit Pfandsiegel, das bedeutet Grundbasis für das ganze Zeug ist Wasser und nicht Molke. Und ansonsten steht hier nämlich auch drauf, Saccharose, Dextrose, Zitronensäure, Kohlensäure, Aroma, Koffein, 32 Milligramm auf 100 Milliliter, also wir sind am Maximum, sehr gut. Und ansonsten steht hier noch was drauf zum Brennwert. 46 Kilokalorien auf 100 Milliliter, also passt ganz normal. Das Ganze wieder eine 250 Milliliter Dose. Da ist alles ganz normal. Und auf der Rückseite natürlich auch noch die Hinweise auf Facebook, Instagram und die Website. Also mal ganz ehrlich, für so ein Schülerprojekt, da haue ich hier aber Werbung gerne raus, beziehungsweise erwähne es natürlich. Aber geschmacklich, da gibt es keine, ich sag mal, Vorschusslorbeeren. Da ist jetzt gerade nach der Aufmachung, muss das hier auf, wird auf Profi-Level verglichen. Huhu, der Geruch, ich bin noch nicht mit der Nase dran, sehr intensiv. Zuerst hätte ich gedacht, 0815 Energy Drink, aber nein, das Zitronen- oder Limone-Zitronenaroma, das verströmt sich doch hier schon ziemlich, also ohne, dass man mit dem Näschen zu nah an die Dose rankommt. Wow, ziemlich intensiv, also es geht nicht in die Richtung Reinigungsmittel oder sowas. Aber das Zitronenaroma ist schon sehr, sehr, sehr intensiv. Aber mal was ganz anderes. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. So, wir gucken uns das Ganze farblich noch an. Da hat einer mitgedacht. Sehr schön. Fängt die Kamera das richtig ein? Es ist eher grün als gelb, aber also es passt, wenn ich zu Limone draufschreibe, das geht. Also farblich mal was ganz anderes, das gefällt mir auf jeden Fall. Wir haben ein paar Bläschen, nicht zu viel und das Ganze ist sehr, 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 sehr klar. So, aber jetzt die, wobei, lasst mal nochmal am Glas schnüffeln. Ja, immer noch dieser Zitronen. Es geht, ich will jetzt ohne böse zu sein, aber könnte auch in die Richtung Glasreiniger gehen. So, aber jetzt schnüffeln, jetzt probieren wir mal richtig. Prost. Wow, wow, mal was ganz, ganz, ganz anderes. Okay, es gibt Gummipunkte dafür, dass das nur, ich sag mal, Gummibärchensaft, ganz wenig, vielleicht so 20%, maximal 20%, schmeckt man noch raus. Oben drüber liegt eine ganze Palette an anderen Geschmacksdingern, die ich gar nicht richtig rausschmecken kann. Da wird man ja fast erschlagen. Das, was aber ziemlich oben drüber über alles überlagert, ist der Zitronengeschmack. Der ist auch ein bisschen aggressiv und ein bisschen sehr kräftig. Ich sag mal so, wer auf dieses Zitronenaroma, ein sehr kräftiges Zitronenaroma steht, der kann sich da ja gerne mal austoben.
Für mich persönlich wäre das jetzt was weniger was. Das ist mir dann doch, tut mir leid, zu künstlich, zu zitronig vom Geschmack. Also wer auf Zitrone steht, kein Problem da mal, wenn man denn überhaupt an so eine Dose irgendwie rankommt, dann natürlich, aber seid gewarnt. Es ist wirklich nur für Hardcore-Zitronen-Sauer-Sauer-Fans. Wer auf Sauer steht, saure Lutscher, saure Drops oder sowas. Ja, man gewöhnt sich nicht dran, es bleibt sauer. Der kann ja da gerne mal zugreifen. Aber ich sag mal so, für den normalen Otto-Normal-Energy-Drink-Nutzer eher nicht. Ganz ehrlich, eher nicht. Das hier ist schon wirklich eine saure Zielgruppe, die da versucht wird, angesprochen zu werden. Und für mich persönlich muss ich jetzt leider sagen, nee, ich würde mir den auch nicht noch ein zweites Mal geben. Tut mir leid, denn das schmeckt zu künstlich. Das ist jetzt nicht, wenn man in die Richtung geht, was vielleicht auch interessante Mischung wäre, ganz normale Gummibärchensaft und dann Zitronenfanta, aber dann halt nicht deutsche Zitronenfanta, sondern welche, wo halt wirklich ein hoher Saftanteil drin ist. Was weiß ich, spanische Zitronenfanta oder sowas. Das wäre, glaube ich, eine co coole Kombi. Das wäre so geschmacksrichtungsmäßig. Das wäre, glaube ich, mal auch ein, wie wär's mit so einer Geschmacksrichtung mal? Also das wäre auch eine schöne Richtung. Aber das, nee, sorry. Zu künstlich, zu sauer. Ich hätte euch Jungs jetzt da auch gerne. Aber so ist es halt. Geschmäcker sind verschieden. Meiner ist es jetzt nicht. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.